die Kamera ist immer noch völlig lustig. Ich glaube, die wurde von einem Geist angegriffen. Kurios. Muss ich, also da war, da dachte ich auch, was ist das denn jetzt? Guten Tag, meine Freunde. Heute ein Halloween-Spezialvideo. Ich habe heute mal zwei Kameras. Einmal die und die. Wie man sehen kann, habe ich auch einen anderen Helm. Ich habe einen uralten Helm. Ach, den habe ich schon so lange. Kein Plan, wie lange ich den schon habe. Aber den habe ich gestern mit meiner Frau ein bisschen umgeschmückt. Und zwar, der war einfach nur schwarz-matt. Hab hier die Zähne mit dem Blut in der Mitte da oder diesem Roten drauf gemalt, diese ganzen Konturen. Und vor allen Dingen die zwei Hörner oben drauf. Irgendwie passend zu Halloween. Ich denke mal, was sofort auffällt, klar, die Kameraposition ist anders. Das heißt, der Blickwinkel müsste auch anders sein für euch. Und der Ton wird wahrscheinlich viel, viel schlechter sein. Weil ich habe ja jetzt nicht meinen guten AOC-Helm auf, sondern so einen uralten Nexo. Und ich habe da natürlich ja kein Mikrofon und nichts drin. Und da habe ich mir einfach meine Bluetooth-Kopfhörer, die ich eben eigentlich zum Sport benutzte, wo ich eigentlich schon ein Jahr nicht mehr war, aber egal, hier vorne reingeklebt. Im Prinzip die gleiche Technik sozusagen, nur halt eben ein bisschen viel schlechter. Ich hoffe trotzdem, dass man mich verstehen kann. So, und ich habe heute vor, die drei Häuser, die mir jetzt spontan einfallen, die wirklich Halloween-mäßig geschmückt sind, abzufahren, um euch zu zeigen. Ich bin eben schon mal durch die Stadt gefahren in Rheinberg und der Helm, der zieht auf jeden Fall schon den einen oder anderen Blick auf sich. Ziemlich nice. Boah, da kommen wir auch schon. Da könnt ihr schon sehen. Ach du heilige Scheiße. Wie geil ist das denn? Zieht euch das mal rein. Leute, Leco mio, wie geil ist das denn gemacht? Voll geil. Richtig cool. Trick or treat. Ja. Geil. Vor allem, guck mal, die zwei Skelette da auf der Schaukel. Die habe ich ja letzte Tage schon gesehen. Bin da hier schon mal lang gefahren, aber diese aufblasbaren Dinger sind neu. Echt geil. Das ist ja geil. Das ist richtig ein bisschen real gemacht, ey. Zieht euch doch mal rein, Leute. Die ist ja immer geil geschmeckt. Habe ich jedes Jahr gesehen, aber ich weiß nicht, ob die das so geil immer gehabt haben. Hält was. Geil. Richtig cool. Rest in peace. Jo. Richtig geil. Fahr ich jetzt wieder. Also wir sind jetzt gerade in Millingen. Ich glaube, der kleine Junge dachte ein bisschen Angst. War echt geil gemacht, ey. Wunderbar, ey. Und wenn ich so einen Vorgarten hätte, ich glaube, ich hätte auch Spaß dran. Ich hoffe, ihr kriegt nicht zu viel Wind ab. Ich habe vorhin mal zu Hause kurz ausprobiert. Mit Sprechen, wenn ich jetzt atme, das müsst ihr schon ziemlich laut hören.
Ich habe mir einen eigenen Popschutz gebaut aus. Gibt doch diese Abschwingpättchen, diese runden da, die Frauen so benutzen. Da habe ich meiner Frau eins geklaut und drüber geklebt über den Mikrofoneingang. Also Thema Halloween, ich weiß nicht, so ab 4., 5. Klasse fing das dann an, wo ich dann auch relativ. Ne, da ab der 4., 5. Klasse fing das bei mir an, damals zu strahlen. Ja, ich glaube, wir haben uns auch das ein oder andere Jahr, mein besten Kumpel Dennis und ich, wir haben uns schon mal verkleidet und sind dann auch umgegangen. Später ist das dann natürlich, als wir ein bisschen älter waren, dann hat man eher Halloween-Partys mit Alkohol und so gefeiert. Das macht Spaß! Es gab in Strahlen damals, gut, das ist jetzt auch schon 15, 16, 17, 18 Jahre her, da war das noch gar nicht so angekommen, also dass jetzt irgendwie Leute geschmückt haben und so und auch noch lange nicht jede Tür, also wir sind ja nochmal von Tür zu Tür gegangen. Auch hier so, ich weiß gar nicht mehr, als wir uns damals verkleidet haben, oder auch irgendwie so Zombie-Sachen. Also nicht jeder hat da Süßigkeiten parat gehabt und damit gerechnet, dass Leute kommen, aber es gab damals schon doch auch einige. Das war schon ganz cool und jetzt mittlerweile, finde ich, sieht man immer mehr, so wie jetzt gerade das Haus, super geschmückt, dann sehen wir jetzt gleich im Rheinberg ein Haus. Oder hier jetzt direkt. Da wollte ich euch direkt mal zeigen. Auch super gemacht. Also, ich finde das schön, dass nicht nur Weihnachten und Ostern geschmückt wird. Ich meine, gut, Halloween kommt mehr aus Amerika oder kommt eigentlich nur aus Amerika. So, ne, und hat ja hier eigentlich so gar keinen Anklang gehabt. Aber jetzt mittlerweile schwappt das gut über. Und mir gefällt das. Gibt Leute, die sagen, die brauchen das nicht. Ja, muss man ja auch nicht haben, aber ich finde es schön. Und jetzt, hier rechts. Bam, Digga, das nächste Haus. Zieht euch das mal rein. Auch geil gemacht, ne? Sogar oben an der Wand an dem Haus dran. Irgendwie so ein Skelett mit Tuch. Die ganzen Spinnennetze an dem Baum. Auch unten die Halbtoten, die da aus dem Boden rauskommen, mit den ganzen Grabsteinen. Voll geil. Ach, sogar Flatterband Halloween. Richtig geil. Ich finde das geil, muss ich echt sagen. Vor allem, hier läuft kein Schwein lang, ne? Und trotzdem machen sie sich die Mühe, um das zu schmücken. Finde ich klasse. Finde ich richtig klasse. Ja, also die Kamera hier. Das ist schon meine zweite von meinem Modell und die ist völlig lost. Hatte mir gedacht, ne, von hier den Blickwinkel auf mich. Völlig hängen geblieben wieder. War wundervoll. Geht da wieder los hier mit der blöden Kamera. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Also das Haus hier auch mega schön geschmückt. Und das Haus ist auch schön. Ich versuche, dass das Video für euch direkt am Halloween rauskommt. Ich bin jetzt natürlich schon ein paar Tage früher unterwegs, damit ich das rechtzeitig schaffe. Also ich finde Halloween richtig schön. Wir machen auch jedes Jahr mit Freunden. Und die letzten Jahre haben wir dann an Halloween selbst immer Kürbisse geschnitzt und auch coole Fotos gemacht. Also und kann ich euch auch mal ein paar Fotos zeigen. Und sowieso, was man Halloween irgendwie immer guckt, oder was ich auf jeden Fall meistens Halloween immer gucke, die ganzen Halloween-Filme. Ich finde, das ist irgendwie so ein Muss. Das gehört irgendwie dazu. Und ich finde auch, jetzt sind die Blätter, gut, jetzt hier das natürlich, aber ich habe ja im letzten Video schon gesagt, richtig herbstlich. Und gerade die Halloween-Teile, also die Filme, wenn man da durch Haddonfield fährt, da sind ja auch die Blätter auf dem Boden und alles. Und ich finde, dieses Jahr passt das da zum Beispiel, passt das wunderbar zusammen. Und jetzt wird es auch dunkel. Ich bin auch gespannt, wie die Kamera jetzt so bei Lowlight-Situationen ist, also die GoPro. Die hat ja irgendwie den Geist aufgegeben, mal wieder. Was ein Scheißteil, ganz ehrlich. Das ist jetzt schon die zweite. Was ist denn hier schon wieder los, Leute? Das ist aber gar nicht mal so geil. Ich habe jetzt meine Leder-Kombi-Hose an und dann meine Jacke, die ich immer habe, nur halt das Winterfutter reingemacht. Ein T-Shirt und dann diese Motorradunterwäsche und ich friere kein bisschen. Vorhin habe ich noch geschwitzt ein bisschen, aber da habe ich das hier alles zusammengebaut und versucht irgendwie zum Laufen zu bekommen. Hat dann natürlich
die GoPro an dem Helm rangemacht, da hatte ich da noch so einen alten Kleber drauf und dann hat die Halterung davon nicht drauf gepasst. Ich mach nur Scheiße. Naja, ist jetzt halt so, ne? Ich hoffe trotzdem, dass da irgendwie brauchbares Bildmaterial drauf ist. Und was ich auch bei dem Helm merke, das ist so ein uralter Nexo-Helm. Ja, den habe ich damals gehabt, wo ich mein erstes Motorrad hatte, also schon extrem lange her. Und den habe ich eigentlich immer nur getragen, wenn wirklich Schmuddelwetter ist oder so. Und jetzt war der Lack auch schon auf, da ist so dieser, so ein schwarz-matter Lack, so ein, fast wie bei Audi so ein Softshell-Lack, wie der im Innenraum war früher. Und der hat sich schon teilweise aufgelöst und da habe ich mir echt gedacht, komm, dann kannst du den doch für Halloween benutzen, malst du den an. Haben wir dann mit Edding die weißen Zähne aufgemalt und quasi den Innenmund dann, so durch sich das anhört, auch mit rotem Lippenstift ausgemalt. Und damit sich das nicht verwischt, bin ich dann nachher hingegangen, hab den ganzen Helm zwei Schichten Klarlack überzogen. Hier, Sprühklarlack aus der Sprühdose. Ha, man sieht, er kennt sich damit aus. Und fertig, jetzt kannst du hier dran gehen und alles und gar kein Problem. Für so ein Halloween-Motiv ist er cool geworden. Dann haben wir dann, weil der Rest ja noch schwarz-matt war, irgendwie so ein silbernes Zeugs, was man sich sonst im Gesicht schmiert oder so. Also das ist aus Spinke alles gemacht, bis auf den Edding. Und dann noch die weißen, ach was weiß, die roten Hörner oben drauf geklebt. Mit Heißklebepistole. Ganz einfach und banal. Ja, hier sieht das echt richtig passend zu Halloween. Ja, die Kamera hat irgendwie aufgegeben. Ist jetzt schade. Das ist nämlich schon das zweite Mal, dass die jetzt... Und danach hing die nämlich komplett, dann musste ich sie nämlich zurückschicken. Und seitdem ich die jetzt wieder habe, und das ist jetzt auch schon ja, fast ein Jahr her, ich habe sie nicht mehr benutzt. Ach, da war das Haus schon. Scheiße, verpennt. Ach, wieder falsch gefahren. Oh, warte, einmal umdrehen. Die arme Frau nicht erschrecken. Wie geil. Das sieht klasse aus. Krasser Scheiß, ey. Auch mit so Bimmelmusik. Echt wundervoll, ey. Und der ist noch nicht mal fertig. So, habt ihr gesehen? Ich glaube, das Haus hier ist aber auch immer geschmückt. Meine ich. Irgendwie Bekannte und meine Frau haben erzählt. Ich meine vielleicht, dass das sogar der ist. Gut, ob das jetzt in der Corona-Zeit auch möglich ist, keine Ahnung. Aber da ist hier ein Haus in Rheinberg und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dieses ist. Der nimmt dann irgendwie ein paar Taler Euro Eintritt und hat auch wohl innen richtig heftig geschmückt. Alles schön richtig zugeballert. Oben Ghostface von, wie heißt der das nochmal? Von Scream, ne? Ja, genau. Und dann die ganzen Skelette und alles drum und dran. Da muss doch mega viel kosten. Ne? Der macht das wohl auch jedes Jahr. Wenn das jetzt der ist, wo ich jetzt gerade eben zum Schluss war. Ich weiß auf Anhieb jetzt auch nur die drei Häuser hier. Leider kann ich nicht mit mehr dienen. Aber ich hoffe, dass es dann doch irgendwie für einen Halloween Special Video für mich und meinen Kanal gereicht hat. Ich hatte ja irgendwie die Hoffnung, dass ich hier jetzt durch Zufall noch was finde. Vielleicht findet man ja was, ich gehe jetzt aber mal nicht davon aus. Da waren jetzt so die drei Anlaufstellen, die ich wusste. Ach komm, fahren wir mal hier noch durch die Reichersiedlung durch. Ich habe ein Kindergartenbettchen gebaut oder irgendwie sowas. Jetzt fängt dann auch noch an zu regnen. Da sind eh nur ein paar Tropfen. Ich hatte mir überlegt, an einem speziellen Ort das Video zu beenden. Ja, Digga, was ist denn mit dir? Du hast das Hindernis, ne? Die hätten die Alltagsmenschen noch irgendwie so Halloween-mäßig ein bisschen verkleiden sollen. Das wäre richtig geil gewesen. Da macht Party da. So, dann fahren wir jetzt mal an einem Ort, wo es spuken soll. Und das wird auch der letzte Punkt sein. Das wird auch der letzte Punkt sein heute auf meiner Liste.
Da will ich dann das Video dann auch beenden. Vielleicht auch das Leben. Da kann man eigentlich keine Witze drüber machen. Aber man sagt ja, an Halloween ist der Tag, an dem die Geister auf unserer Seite sich bewegen können. Angeblich. Würde mich mal interessieren, ob ihr irgendwie an Geister und deren Existenz irgendwie glaubt. Ist ja jetzt irgendwie auch so ein bisschen passend, das Thema. Mal hier, perfekt Haddonfield, da ist er doch. Bestimmt eingesperrt in der Psychiatrie. Ja. Ja, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob da jemand dabei ist von euch, der an sowas glaubt oder nicht. Oder vielleicht auch schon Erfahrungen hat. Mit. Ah, ich will jetzt nicht sagen, ja, doch schon Geister. Vielleicht auch eine Präsenz von verstorbenen Verwandten oder irgendwie sowas. Ah, ich glaube, jetzt wird es ziemlich rauschen bei euch. Oder im Mikrofon. Ich merke sogar an meinem Mund. Der Helm ist alles andere als dicht. Deswegen werde ich hier jetzt gar nicht mal so schnell fahren. Damit ich doch mal ein bisschen quatschen kann. Mit euch. Und die Kamera ist immer noch völlig lustig. Ich glaube, die wurde von einem Geist angegriffen. Ja. Ich kann euch mal eine Geschichte erzählen. Ja, letztes Mal schon mal erzählt, ich ja fotografieren gehe. Und da war ich in Rees. Nennt sich Villa Moore, also so eine ganz alte Villa, so eine alte Ziegelei. Das heißt, glaube ich, noch nicht mal Villa Moore, aber es wird, jeder kennt das nur unter Villa Moore. Ich bin damit komplett vollen Kameras, also ich hatte zwei Nikons dabei und ich glaube, die Kamera damals, weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt kein Video aufgenommen, aber ich hatte nur eine Nikon benutzt. Und normalerweise komme ich da wirklich extrem lange mit so einem Akku aus. Und wir waren da vielleicht ein oder anderthalb Stunden an dem Ort und Handy war leer, also komplette Handy-Akku war komplett leer gesaugt oder leer gesogen. Die beiden Mikros waren komplett leer, obwohl ich nur eine benutzt habe und der andere Akku, der war auch nicht mehr ganz frisch. Und ich hatte eine Action-Cam dabei. Ich meine, die, gut, auf die würde ich mich jetzt auch nicht verlassen, die ist ja jetzt auch vollkommen neben der Spur. Aber sieht man ja, die leuchtet immer noch, also Akku und Saft wird sie haben. Nur halt Funktion irgendwie nicht mehr. Ja, und das ist sehr eigenartig, weil das habe ich noch nie gehabt. Komisches Gefühl, gerade wenn man da sowieso in so ein Lost Place reingeht und man da schon so Geschichten oder Horrorgeschichten drüber gehört hat. Genauso hier wie Schloss Wolfskuhlen oder auch unter einem anderen Namen Villa Buttberg bekannt. Da soll ja auch irgendwie sowas mal passiert sein. Ja, da könnte er mich dafür verrückt halten oder nicht. Auf jeden Fall da in Rees in diesem Ding, da war mir auch ganz komisch. Also ich zum Beispiel hier mal, ich war mal hier in Wolfskuhlen, habe ich mal fotografiert und es war ungefähr so ein Wetter wie jetzt, natürlich nur mehr am Tag, aber keine Sonne, nichts. So, und da waren mehrere Bilder, die waren immer an einer Ecke, an einer bestimmten Stelle komplett ausgebrannt, was völlig unmöglich war, weil mir das am Diagramm nirgendwo angezeigt wurde. Das war wirklich sehr, sehr kurios. Muss ich, also da war, da dachte ich auch, was ist das denn jetzt, ey? Ansonsten war es das so. Aber trotzdem finde ich das sehr eigenartig. So, das ist dann, ich finde die Straße hier wunderschön. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch was sehen könnt, weil es ist schon richtig dunkel, glaube ich. Also ja, es ist, ja gut, ich habe jetzt, ich habe noch mein Sonnenvisier unten, aber trotzdem, ja, hell ist es nicht mehr. Und hier auch das mit den Bäumen, alles, das passt richtig schön so zum Halloween. Ist jetzt leider gar nicht so viel gewesen für euch. Ist auch immer so ein Ding, für mich ist schwer, irgendwie was auszudenken. Es war ja schon ein Szenario, den Helm irgendwie, ich sag mal so Halloween-mäßig umzugestalten. Ah, hier ist eine neue Schranke vor. Ja, schade. Und es wurde gemäht. Ich krieg irgendwie gerade keinen Gang rein. Ja, hier soll ja auch so einiges passiert sein. Deswegen glaube ich auch, ist das ziemlich passend, jetzt dann auch gleich hier das Video zu beenden. Keine schlafenden Hunde wecken. Oder
sagt man das so? Ja, sieht da. Viel ist nicht mehr übrig. Ja, frisch gemäht hat man hier. Ja, man sieht, ich glaube, ihr seht gar nichts mehr. Ich weiß noch früher, wo ich noch kleiner Stöpsel war, da war noch das Dach oben drauf und ein bisschen mehr Gemäuer und so. Hier von außen war mehr dran. Aber warte mal, ich habe ja noch was. Ich hatte noch ein Biker-Gebet. Irgendwie finde ich das ganz passend, jetzt hier einzubauen. Biker unser, geheiligt werde dein Bike. Jetzt reicht! Das ist totaler Schrott, aber irgendwie wollte ich dann jetzt noch da reinbringen. Heiger, dann sage ich Ciao für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ein schönes Halloween-Fest. Ja, das war's dann. Haut rein. Ha 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 ha